Moin AFOPS, willkommen heute mal nicht aus dem Noppenstein-Studio. Ich bin hier in Warnemünde auf Einladung der Seenotretter und bei mir ist der Christian Stiepeldey von den Seenotrettern aus Bremen. Ich sage herzlich willkommen. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein kann, denn wir haben ja diesen tollen Seenotrettungskreuzer der 27,5 Meter Klasse, wie wir jetzt wissen, und wir haben heute die einmalige Gelegenheit, uns ein Schwesterschiff der Berlin, die ja nicht mehr in Dienst ist, richtig? So ist es. Mal von innen anzuschauen und können unser Modell mit dem Original vergleichen. Und da wollen wir mal sehen, wie gut unser Modell das Vorbild getroffen hat. Aber gehen wir doch mal an Bord. Ich bin sehr gespannt. Ja, einfach mitkommen. So, hier ist wirklich gemütlich. Wo sind wir jetzt hier gerade? Ja, wir sind in der Messe des Seenotrettungskreuzers Arkona, ein Schwesterschiff der Berlin, das zweitjüngste Schwesterschiff der Berlin, in Warnemünde stationiert, an der Ostsee, genau wie die Berlin, die viele Jahre, 32 Jahre lang fast, in La Boe stationiert war. Hm. Da will ich auch unbedingt mal hin. Da war ich noch nicht. Ja, wo sind wir jetzt hier gerade im Modell? Das wollte ich auch jetzt sagen, ne? Zu der genauen Frage, wo wir hier sind. Wir befinden uns ungefähr auf Höhe dieser Fenster hier, an dieser Schiffsseite auch tatsächlich, an Backbord. Mhm. Und wir sitzen hier in der Messe, also das heißt, der zentrale Raum, an dem die Besatzung, die immer 14 Tage an Bord ist und anschließend 14 Tage frei hat, lebt und arbeitet. Die Kollegen schlafen hier an Bord, die sind 24 Stunden an Bord, zwei Wochen lang. Ah, das heißt, die haben ja auch Kajüten. Die haben ja auch Kammern, genau, unter Deck. Aber die Messe, in der wir hier sitzen, ist nicht nur der Lebensmittelpunkt der Besatzung, sondern sie kann auch mit wenigen Handgriffen zum Bordhospital werden. Das heißt, hier in unmittelbarer Nähe, in den angrenzenden Shops, befindet sich all das, was sich auch auf einem Rettungswagen an Land findet. Der Tisch wird dann höhenverstellbar zum Platz für den Patienten. Die Bergungstrage liegt hier. Es gibt Anschlüsse für Sauerstoff und andere medizinische Dinge. Da oben sind Haken in der Decke. Da kann man dann auch einen Tropf aufhängen. Aha. Also hier kann man Patienten Schiffbrüchige versorgen. Ah, alles klar. Und 4 Mann Besatzung sind immer an Bord? Genau. 4 Leute sind rund um die Uhr immer an Bord. Also der Kapitän und... Genau, der Vormann. Wir sagen Vormann. Kapitän gibt es bei den Seenotrettern nicht, aber er hat diese Qualifikation. Also er ist zur See gefahren, er ist Kapitän, heißt aber bei den Seenotrettern traditionell Vormann. Aha, okay. 4 Leute, 14 Tage lang an Bord und dann wechseln die durch? Genau, jede Woche wechselt die Hälfte, sodass jeder mal mit jedem arbeitet, jeder den anderen kennt, mit jedem gut harmoniert. Man muss sich aufeinander verlassen können im Einsatz, das ist ganz wichtig. Und das gewährleistet auch, dass immer jemand da ist, der schon länger da ist als die anderen. Also, dass man nicht die komplette Besatzung tauscht und dann macht man eine Kontrollfahrt auf die Ostsee und plötzlich hat die Maschine ein Problem, aber man kann niemanden fragen, ob das gestern schon war. Deswegen tauscht man so durch. In der Regel sind das 2 Nautiker und 2 Maschinisten, also 2 Techniker. Und wenn man das Tochterboot und den Seenotrettungskreuzer getrennt voneinander einsetzt, dann fahren 2-2. Ein Nautiker, ein Maschinist bleiben auf dem Großen, ein Nautiker und Maschinist fahren mit dem Tochterboot los. Das heißt, hier an Bord wird geschlafen, wird gekocht, wird gegessen, gibt es Toilette und so weiter. Ein Fenster weiter achtern, hinter uns, wo wir jetzt sitzen, ist die Kombüse. Ah, ja. 2 Fenster weiter achtern, die Dusche ist auch noch vorher. Ja. Genau, und ein Kollege ist auch schon dabei und macht gerade Mittagessen, denn gekocht wird an Bord auch immer reihum. Jeder ist mal dran. Und Dosenfutter ist an Bord verpönt. Hier wird frisch gekocht. Es gibt sogar ein Seenotretter-Kochbuch mit Originalrezepten von Bord. Klasse. Das ist immer ganz wichtig, denn das kennen wir auch von Land. Essen hält Leib und Seele zusammen. Das ist ganz wichtig, dass das stimmt. Das weiß ich auch, ja. Ja, und auch, dass die Stimmung damit natürlich erhalten bleibt. Ja. Denn wenn man hier 2 Wochen an Bord ist, wir sprechen hier von etwa 30 Quadratmetern insgesamt Raum auf diesem Schiff. Da muss man zu viert jeder eine eigene Kammer haben, da muss man zu viert Gemeinschaftsräume haben und die auch gemeinschaftlich nutzen. Das ist schon sehr eng und da muss man sich gut verstehen und gut zueinander passen. Ja, verstehe ich. Und wenn alle an Bord sind, heißt das auch, dass es natürlich, wenn ein Einsatz kommt, schneller gehen kann mit dem Ablegen, als wenn jetzt hier irgendjemand erst vom Vorort aus... Ja. Wie bei der Freiwilligen Feuerwehr halt, dass man sich erstmal bei der Zentrale trifft. Das geht sehr schnell, im Durchschnitt in 5 Minuten. Also auch jetzt kann das passieren, während wir hier sitzen, dass es gleich klingelt und wir alles zusammenpacken müssen. Bitte das nicht. Das kann vorkommen. Wir wollen hoffen, dass es nicht passiert. Aber dann wird ganz schnell alles zusammengepackt und dann wird auch sehr wenig geredet. Die Kollegen hier an Bord, die verstehen sich mit Blicken und Handzeichen, die sind aufeinander eingespielt, oft jahrelang zusammen im Dienst, wissen genau, was gemacht werden muss. Da ist dann jemand dabei, der schon am Funk war und genau weiß, wo es jetzt hingeht. Das muss der Maschinist aber erstmal gar nicht wissen. Der kümmert sich um die Maschinen, schmeißt schon mal an. 2 Leute an Deck sind damit beschäftigt, die Leinen zu lösen. Der Vormann ist vielleicht noch in der Kommunikation mit dem Havaristen oder mit unserer Rettungsleitstelle See in Bremen. Wir waren ja gestern Abend schon hier an Bord und haben auch mit der Besatzung gesprochen. Ganz, ganz liebe Leute. Und
Ich habe gefragt, ja, aber wenn jetzt in der Nacht ein Einsatz ist und dann gucke ich morgens aus dem Hotel, das ist hier in Sichtweite und das Schiff ist weg, da hat man mir gesagt, nee, das hörst du nachts. Das ja. hörst du, wenn die Motoren angelassen werden, das hörst du in deinem Hotelzimmer. Ja, saugen so ein bisschen die halbe Ostsee leer, kann man sagen. Es sind drei Maschinen hier verbaut. Das sind 3300 PS ungefähr, wenn ich es richtig im Kopf habe. Hm. Man sieht das auch im Modell, ja, mit den drei Propellern, drei Wellenanlagen. Das macht schon ein bisschen Geräusch, ja. Okay. Auf der einen Seite hätte ich es gern erlebt, auf der anderen Seite wünscht man sich natürlich immer, dass es zu möglichst wenig Einsätzen kommt, weil jeder Einsatz heißt ja, da ist jemand draußen in Gefahr und ja. Das will man nicht. Der beste Einsatz ist immer der, den die Seenotretter gar nicht zu fahren brauchen, sagen wir auch an Bord. Ja. Aber natürlich wird nie gezögert, auch nachts nicht, auch wenn man noch so verschlafen ist. In den Kammern hier läuft auch der Funk ständig mit. Das heißt, die Kollegen kriegen das auch mit, wenn sie selbst gerufen werden. Und sie werden häufig gefragt, ja. Wie macht ihr das denn? Wie könnt ihr dabei schlafen? Aber man entwickelt mit der Zeit einfach ein Gefühl dafür, dass man wirklich nur richtig wach wird, wenn tatsächlich ein Stichwort wie Mayday, also der unmittelbare Notruf bei Lebensgefahr, fällt oder der eigene Schiffsname. Mhm. Okay, aber bevor wir jetzt weiter über dieses Schiff und über das Modell sprechen... Gehen wir mal raus, ne? Schauen wir uns erstmal an Bord um. Es gibt ja so einige Stellen zu sehen. Und dann kommen wir gleich wieder her. Wunderbar. So, jetzt sind wir hier am oberen Fahrstand. Wird das Schiff eher von hier oben oder eher von unten gesteuert oder hängt das von der Situation ab? Seenotrettungskreuzer dieser Klasse haben tatsächlich zwei Fahrstände, einen unteren Fahrstand und einen oberen Fahrstand. In der Regel wird bei jedem Wetter von hier draußen gefahren. Okay. Und von dem Spritzschutz her ist es schon, wenn die Wellen ein bisschen höher werden, dann kommt das auch mal? Das Wasser kommt über die Plexiglasscheibe, die ja auch im Modell vorhanden und sehr gut gelungen ist, kommt durchaus rüber. Ja, dann wird es hier nass, okay. Dann sitzen die Kollegen hier in körpergerechten Schalen sitzen, angeschnallt, all das ist möglich, und fahren von hier oben und schlucken auch Salzwasser. Schlucken hier oben Salzwasser? Ja, ja. Die Wellen steigen hier auch ein. Das okay. Kann passieren. Ja, es sieht auch alles, ich meine, gut, heute regnet es ein bisschen, aber das sieht auch alles sehr wasserfest aus. Aber was ist das? Das hat für mich so was von einem Sonar oder so. Das ist tatsächlich die elektronische Seekarte. Kann man hier öffnen und dann kann man tatsächlich gucken, wo sind wir gerade, welche Schiffe sind in unserer Umgebung. Kann man auch ein Radarbild drüberlegen, so ja. Ein Overlay, sodass man ja, verschiedene technische Systeme gemeinsam präsentiert bekommt. Und das sollte möglichst nicht nass werden, deswegen... Genau, deswegen ist das immer da drauf, ne? Wenn es mal regnet, dann Wasser rüberkommt, dann sollte das trocken bleiben, solange es geht. Kann man aber auch von hier aus so ein bisschen bedienen. Ne? Also wenn man von hier ist spannend. Aha. Alles klar, also hier oben hat man mehr Überblick, man fährt eigentlich eher von hier oben aus. Genau, man hat eine sehr gute Rundumsicht natürlich, ja. Nach vorn wie nach achtern. Man hat ein gutes Gefühl für die See, hohe Wellen hört man auch, bevor sie kommen. Okay. Das ist so der Gedanke gewesen hinter der Entwicklung dieser Fahrstände. Ist allerdings ein Auslaufmodell, bei den heutigen Schiffen ist das anders, da gibt es eine geschlossene Brücke. Aber es gibt immer noch Möglichkeiten, draußen zu stehen, bei Suchen beispielsweise, Ausguck zu halten und unmittelbar den Kontakt zu den Elementen zu haben. Ja. Das ist auch in modernsten Zeiten nach wie vor wichtig. Suchen, wofür man dann beispielsweise, ich vermute, das hier ist ein Suchscheinwerfer? Genau, zwei Stück, zwei große LED-Suchscheinwerfer stehen da vorne. Und die sind bestimmt hier irgendwie steuerbar? Genau. Dafür gibt es hier Bedienelemente. Generell wird, wenn hier von hier oben gefahren wird, was wir hier sehen, ist ein Handruder. Ne? Ja. Aber das ist nur noch ein Notruder. Das sieht so schön aus, als würde hier jemand stehen und das Schiff von hier aus fahren. Passiert aber nicht. Tatsächlich sitzt der Vormann hier, kann auch da sitzen auf der anderen Seite und steuert das Schiff hier über die Fahrhebel und über sogenannte Rudergeber, über Tiller, also über Sticks, wenn man so will. Ja. Hier ist einer. Ah ja, so, ja. Wie Bewegungen so sind dafür nötig. Baggerausleger und so, klar. Okay, aber sollte das ausfallen, funktioniert das noch? Das Notruder würde auch noch funktionieren, genau. Braucht man im normalen Schiffsbetrieb aber gar nicht. Mhm. Ansonsten ist ja auch alles redundant. Man sieht das schon, hier gibt es nochmal so eine Kiste. Es gibt ganz viele Funkhörer, es gibt ganz viele Hebel, um die Maschinen zu fahren auf jeder Seite. Also man kann das von jeder Seite bedienen. Das ist natürlich bei Seenotrettungsschiffen, Seenotrettungskreuzern und Booten, wir haben ja auch kleinere Fahrzeuge, die wir Seenotrettungsboote nennen, ist das natürlich wichtig,
dass man möglichst immer ein Backup hat, eine Rückfallebene, wenn mal was technisch nicht so funktioniert, wie man sich das so schiffbaulich auf der Werft vorgestellt hat. Ich lese das hier schon, UKW 1, UKW 2, UKW 3 und hier das Ganze nochmal als Hörer. Ja. Hier die Frequenz, ja. Ja, das sieht urig aus, aber urig heißt halt auch stabil. Ja, ja, das ist robust, das ist ja auch dem Wasser, dem Salzwasser ausgesetzt. Ja. Und das ist wartungsintensiv, aber es ist eben alles mehrfach vorhanden, mehrfache Kommunikationsmöglichkeiten gibt es, verschiedene Seefunk-, Flugfunkmöglichkeiten, Behördenfunkmöglichkeiten, also auch um mit Rettungseinheiten an Land zu sprechen, mit Polizei und Feuerwehr, die ja nicht im Seefunkbereich funken, sondern auf ihren Behördenkanälen funken. Deswegen sind wir auch so ausgerüstet, dass wir auch mit denen sprechen können, ohne zum Telefon greifen. Sie müssen ja auch melden, wir haben hier einen Verletzten mit dem und dem und dem, damit dann halt was weiß ich, die Ambulanz hier schon wartet, wenn sie wieder. Richtig, ja. Oder wenn man mal in Küstennähe sucht, dann sind vielleicht Feuerwehr oder Polizeikräfte dabei, die den Küstensaum absuchen und auf ihren Behördenfunkgeräten funken. Und mit denen wollen wir ja dann auch sprechen. Ja. Wenn die jemanden gefunden haben, melden sie ihn und andersrum. Genau, genau. Ja, 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 klar. Diese Spritzen, die müssen wir uns jetzt noch anschauen. Die sehen wirklich, wirklich groß aus. Die Feuerlöschmonitore, oh, das machen wir. Oh ja, Monitore, ja, okay. So, Spritzen war der falsche Begriff. Monitore, das sind Monitore. Genau. Ich hab bei mir im Büro auch Monitore, die sehen aber ganz anders aus. Ja, eine Besonderheit dieser Klasse sind die achteren Feuerlöschmonitore, die hier fest installiert sind an der Achterkante des Aufbaus. Zwei Stück zu jeder Seite. Haben eine Wurfweite je nach Wind- und Wetterverhältnissen draußen von 100 bis 120 Metern. 120 Meter. Und fördern zusammen 36.000 Liter Seewasser pro Minute. Die saugen wir an, die nehmen wir natürlich nicht mit. Pro Minute? Pro Minute, ja. Wenn man das mal so umrechnet, je nachdem, wie groß die eigene Badewanne so zu Hause ist, sind das so 200 bis 250 Badewannen. Jede Minute. Ich habe bei uns im Garten stand diesen Sommer so ein Aufstellpool. Knapp 5 Meter Durchmesser. Der hatte 18.000 Liter. Nächstes Mal rufe ich Sie an, dann füllen Sie mir den in einer halben Minute. Das hat wirklich viele Stunden gedauert, bis der voll war. Oder mit einem Monitor in einer Minute war. Ja, das wäre auch in Ordnung. Mensch, ja, hier kommt das Wasser. Klar, das ist ein ordentlicher Querschnitt. Ne? Muss ja, gut, so, wenn so viel Wasser da durch muss. Okay, und damit können Sie natürlich schwenken und dann Brandbekämpfung bedient. So. Genau, kann man aber auch mit der Hand bedienen. Man sieht ja auch hier die Möglichkeiten, wo man dran drehen kann. Aber es gibt eine Fernbedienung dafür. Okay. Ja, zum Löschen von Bränden an Bord oder... Genau, Feuerlöschen auf See ist nicht unsere Hauptaufgabe, sondern unsere Aufgabe ist hier die Menschenrettung. Ja. Aber diese Anlagen ermöglichen es natürlich, so etwas zu erleichtern. Beispielsweise nötigenfalls Schiffbrüchigen den Weg zu öffnen. Tatsächlich, die ansonsten nicht durch das Feuer an Bord ihres Schiffs... Zum Beispiel, genau. Oder den Einsatz von Brandbekämpfungsexperten an Bord größerer Schiffe vorzubereiten, also die Bordwand von außen zu kühlen. Solche großen Anlagen richtet man nicht auf einen kleinen Fischkutter. Ja. Dafür gibt es Verteilersysteme, hier zum Beispiel. Ne? Können Schläuche angeschlossen werden, auch auf dem Vorschiff gibt es solche Verteiler. Dann nimmt man kleinere Strahlrohre, die mobil sind, die hier im Schiff lagern. Mhm. Die großen Anlagen sind tatsächlich für eine ganz große Dimension. Und Schiffsbrände können gleich eine große Dimension annehmen. Ja. Gibt es eigentlich so Feuerwehr-Löschboote auch in größerer Menge? Nein. Löschboote gibt es im Hafen, aber auf hoher See nicht. Aber viele Schlepper fahren heutzutage auch mit einem Feuerlöschmonitor herum, weil sie auch eine starke Maschine haben und auch Wasser fördern können. Also es gibt viele weitere Fahrzeuge, die so etwas können. Weswegen wir auf den neueren Fahrzeugen der Seenotretter diese ganz großen Anlagen auch ein bisschen zurückgerüstet haben, weil wir sie zum Glück sehr selten brauchen. Okay. Und Ihr Schiffsmotor kann das dann mitmachen, der kann einfach noch mit... Wir haben hier drei Maschinen, das werden wir noch sehen, wenn wir in den Maschinenraum gehen. Und der Mittelmotor, die stärkste Maschine, läuft dann für die Feuerlöschpumpe, wenn wir diese Löschmonitore einsetzen. Okay. Und was wir mal getestet haben, ist vielleicht ganz interessant zu wissen, so ein kurioses Faktum am Rande, wenn man diese Löschmonitore ins Wasser richtet, dann macht man so 8-9 Knoten Fahrt voraus. Also ohne, dass die Schiffsschrauben laufen, einfach nur mit dem... Ohne, dass man tatsächlich mit den Fahrmaschinen dann noch zusätzlich fährt. Das heißt, sie haben in gewisser Weise doch einen Jetmotor an Bord. Ein bisschen, es funktioniert so wie ein Jetmotor ein wenig, ja. Das ist ja witzig. Klasse, also die können auch nach unten. Mensch, klasse. Also auch ein Feuerlöschboot. Ja, ein Seenotrettungskreuzer ist praktisch ein Feuerwehrfahrzeug, ein Rettungswagen und ein Fahrzeug zur technischen Hilfeleistung in einem. So, jetzt sind wir wieder drin. Gerade rechtzeitig, es regnet ein bisschen. Obwohl, bei jedem Wetter Seenotretter, sagen wir auch, ne? Ja. Wo waren wir jetzt? Wir waren hier oben beim oberen Fahrstand. Genau, da waren wir. Als erstes haben wir uns angeguckt, wo also in der Regel bei jedem Wetter gefahren wird.
Das ist im Modell gut gelungen, auch mit der Farbgebung. Bisschen eng ist es natürlich im Modell, weil die Steine natürlich eine gewisse Dicke haben, die man irgendwann nicht mehr dünner machen kann. Richtig. Und wir sind ja auch nicht im Minifig-Maßstab, nicht ganz. Von daher kann er jetzt keine stehen. Ja, 1 zu 50 ungefähr. Das heißt, bei 1 zu 50 haben wir hier wahrscheinlich ein Modell, das einen guten halben Meter lang ist, ne? So ungefähr. Ich habe es jetzt gar nicht vermessen. Ich wusste es gar nicht. Aber so ungefähr müsste das stimmen. 50 Zentimeter, ich glaube 53 sind es. Genau. Aber da sind dann die Seenotretter, wenn sie fahren, stehen sie dort oder können sich auch anschnallen, wenn das Wetter schwerer wird und das Spritzwasser da oben drüber kommt und man ordentlich Salzwasser schluckt. Das kann passieren. Ja. Hier haben wir die Feuerlöschmonitore. Man sieht ja auch angedeutet, dass man hier weitere Schläuche anschließen kann. Genau, die sogenannten B-Anschlüsse sieht man auch, sind angedeutet, die dann nach vorausgerichtet sind. Ja. Die Löschmonitore sind in alle Richtungen drehbar und auch rauf und runter zu fahren. Sind aber, wenn gefahren wird, immer in so einer etwas aufrechten Richtung so ausgerichtet. Das ist den Seeleuten ja auch ganz wichtig, dass das einen guten optischen Eindruck macht. Ja. Man will ja auch einigermaßen schnieke aussehen, wenn man zur See fährt. Und diese Rettungsinsel hier, die hofft man nicht zu brauchen. Ich meine, viel seetüchtiger als das Schiff geht halt auch einfach nicht von der Bauweise her. Nee, Seenotrettungskreuzer sind Selbstaufrichter. Das ist auch die große Besonderheit, die sie von nahezu allen anderen Schiffen unterscheidet. Egal wie hoch die Welle ist, die eines unserer Fahrzeuge mal auf die Seite wirft, sie richten sich immer selbst wieder auf und sie können sich sogar einmal um die eigene Längsachse drehen im Extremfall. Das habe ich auf ihrer Webseite, die wir auch verlinken, gesehen. Da gibt es einen kurzen Clip, wo das getestet wird, wo quasi auf einem See oder so mit ganz ruhigem Wasser, der quasi einmal wirklich Kiel oben und dann macht er flupp und steht wieder. Das ist gut beschrieben. Das wird getestet in der Bauphase. Wir kaufen kein Fahrzeug, das nicht zumindest rechnerisch das nachweist. Bei den ganz großen Schiffen ist das schwer, das überhaupt in der Bauphase zu testen. Mhm. Aber wir wissen aus Unglücken, die es gegeben hat, dass es funktioniert, aus leidvollen Unglücken. Bei Tochterbooten und kleinen Seenotrettungsbooten wird das tatsächlich mit dem Original, mit dem Prototypen einmal getestet. Und das ist ganz gut beschrieben, wie er sich dann wieder aufrichtet und wie man das testet. Denn das macht man bei sogenanntem Stauwasser. Also wenn die Flut gekommen ist, aber die Ebbe noch nicht wieder eingesetzt hat, gibt es etwa eine halbe Stunde Zeit, wo es in Flussmündungen sehr ruhiges Wasser gibt. Mhm. Also extreme Bedingungen eigentlich. Denn im Sturm, wenn die Wellen hoch sind und die See bewegt ist, dann funktioniert das Wiederaufrichten eher noch besser, einfacher. Weil das begünstigt. Wenn das also bei ruhigem Wasser funktioniert, dann können wir sicher sein, dass das auch im Einsatz funktionieren wird. So, jetzt sind wir hier auf dem, ist das Achterdeck? Nö, das wäre wirklich ganz hinten. Diese klassischen Decksverteilungen gibt es gar nicht, weil wir ein absolutes Funktionsschiff sind. Mhm. Wir sind jetzt hier mittschiffs, würde man sagen, hinter dem sogenannten Turmaufbau vor was eigentlich? Vor dem Beiboot? Tochterboot, sagen wir. Tochterboot. Genau, weil es eine vollständig eigenständig operierende Einheit ist. Aha. Das Tochterboot kann losgelöst vom Seenotrettungskreuzer Einsätze fahren, kann über weite Zeit alleine unterwegs sein, kann sich ganz weit entfernen vom Mutterschiff, fährt auch aus dem Hafen manchmal alleine Einsätze. Ach so. Mhm. Ja, der kann hier raus, ja, ohne das ablegen müssen. Durch die Heckklappe kann er raus, das können wir uns gleich mal angucken, wo die Heckklappe sitzt. Und das Tochterboot benutzen wir vor allem zur Rettung unmittelbar aus dem Wasser. Das Tochterboot hat also in der Bordwand eine Tür, eine sogenannte Bergungspforte, die man aufmachen kann und fast auf Höhe der Wasserlinie dann Menschen an Bord nehmen kann, die im Wasser liegen. Das ist ganz wichtig, die nämlich waagerecht an Bord zu nehmen und die nicht aufzurichten. Denn man weiß nie, wie lange liegen Schiffbrüchige eigentlich schon im Wasser. Hat sich vielleicht das Blut zu den lebenswichtigen Organen im Inneren des Körpers zurückgezogen, um Herz und Lunge zu versorgen. Ja, wenn man jemanden schnell aufrichtet, dann könnte das zurückschießen in die Extremitäten und die Organe könnten unterversorgt sein und der sogenannte Bergungstod ist die große Gefahr. Das kenne ich tatsächlich noch aus der Theorie für meine Tauchscheine. Richtig. Ja. Und wir stehen ja hier etwa 2 Meter über der Wasserlinie. Das heißt, wir müssen erstmal, wenn wir jemanden aus dem Wasser holen wollen, ans Wasser rankommen und dazu braucht man das Tochterboot. Aber diese Klappe bis runter zur Wasserlinie. Ich meine, ich bin jetzt mal bewusst naiv, aber eigentlich will man ja nicht, dass ein Boot bis zur Wasserlinie offen ist, weil dann läuft der Wasser rein. Ja, das läuft aber auch wieder raus. Also es ist genauso wie hier bei dem großen Schiff durch Speigatten und solche Möglichkeiten, überkommendes Wasser schnell wieder abfließen zu lassen. So funktioniert es auch auf dem Tochterboot. Das Tochterboot hat hinter dem Fahrstand eine Plicht, also einen offenen Raum. Da kommt ganz oft Wasser rein, Spritzwasser, aber auch durch die Bergungspforte kann Wasser reinlaufen. Das ist aber kein Problem. Das ist kein Problem. Nein. Und was ist das Runde? Das Runde in der Scheibe, das sehe ich bei so Booten immer wieder mal, aber ich habe tatsächlich keine Ahnung, was der Zweck ist. Eine Luke ist es ja nicht. Nee, man sieht ja Scheibenwischer hier, aber auf der mittleren Scheibe ist tatsächlich eine sogenannte Klarsichtscheibe. In der Mitte, dieses runde Teil, das ist der Motor, ein Elektromotor. Und der dreht sich ganz schnell mit diesem Zeiger und sorgt dafür, dass überkommendes Wasser sofort verwirbelt wird. Also man durch diese Scheibe ohne Scheibenwischer immer vorausgucken kann. Aber das ist ja innen drin, also...
ist das eine doppelte Scheibe? Ja, genau. Sogar drei Scheiben sind da übereinander, wenn man die Hauptscheibe sogar noch mit. Das heißt, wenn man links und rechts nichts sieht, durch dieses runde Loch in der Mitte kann man immer gucken. Solange man den Motor eingeschaltet lässt, genau. Ja, wir sind jetzt hier am achteren Bereich des Tochterbootes und auch am Achterschiff des Seenotrettungskreuzers selbst. Wir sehen den Fahrstand des Tochterbootes. Auch das Tochterboot hat zwei Fahrstände, einen äußeren und einen inneren. Mhm, ja. Und wir sind hier vor allem an der Bergungspforte, die man öffnen kann auf Höhe der Wasserlinie, um Schiffbrüchige direkt an Bord zu nehmen. Die verschwindet dann da in der Wand. Und was man auch ganz gut sieht, ist die Heckklappe mit so einem Rollensystem. Über diese schiefe Ebene, die dann verlängert wird ins Wasser, rutscht das Tochterboot raus. Im Moment ist es gesichert über eine Hydraulik auch, dass es also ganz fest verzurrt ist und nicht hin und her schlackert im Seegang, wenn wir bei schwererem Wetter zur See fahren. Und wenn das Tochterboot wiederkommt, dann fährt es mit relativ viel Kraft auf diese geöffnete Heckwanne zu und hakt sich in einen Schlitten ein und wird dann automatisch in die Endposition wieder hochgezogen. Spannend. Aber wenn die Tür offen ist, das hier bleibt, damit man sich festhalten kann? Das bleibt zum Festhalten. Da kniet dann ein Seenotretter, um durch die Bergungspforte jemanden an Bord zu nehmen. Wird auch gesichert von einem zweiten Mann, der ihn sichert und festhält. Und man braucht allerdings auch mal eine zusätzliche dritte Hand. Denn so ein Mensch im Wasser mit 80 Kilo aufwärts, der wiegt schon was. Ja. Den muss man ja dann auch bewegen. Den kann man zwar im Wasser mit dem Finger anstupsen, das kennen wir alle aus dem Schwimmbad, ne? Das geht. Aber hochheben mit einem Finger kann man ihn nicht. Da braucht man dann schon ein bisschen Kraft. Ja, ja, ja. Und was ist das hier da oben? Das ist der Schlepphaken, der auf so einer Schiene sitzt. Der kann also hinten von einer Seite zur anderen Seite laufen, wenn das Tochterboot selbst ein anderes Fahrzeug in Schlepp nimmt. So, da waren wir noch beim Tochterboot. Beim Tochterboot waren wir noch, genau. Haben wir einmal hier vorne gestanden und geguckt, wie das Tochterboot in der Heckwanne liegt. Und wir standen auch hier achtern und haben uns angeguckt, wie das Tochterboot mit Bergungspforte ausgestattet ist. Die fehlt hier am Modell, die wäre tatsächlich hier aufgrund der Steindicke schon sehr schwer zu bauen. Und wir sehen auch ein paar Unterschiede zum Original. Denn die ersten beiden Schiffe dieser Klasse haben ein etwas anderes Tochterboot gehabt. Steppke und das Schwesterschiff Biene von der Hermann Helms damals. Die waren 7,50 Meter lang und hier auf der Arkona haben wir ein 8,28 Meter langes Tochterboot, ein etwas größeres Tochterboot und auch die Rollen sind auf der Arkona gelb und nicht schwarz. Das System ist aber dasselbe. Es gibt eine Heckwanne, die zu einer noch schrägeren Ebene sozusagen verlängert wird, damit das Tochterboot ins Wasser rutscht. Das Tochterboot ist fest verzurrt dort und zurück geht's mit viel Kraft wieder in die Heckwanne am Anfang und dann über einen automatischen Schlitten, den man im Modell hier auch nicht sehen kann, der das Tochterboot dann in die Endposition zurückzieht. Ja, hier beim Modell kann man das Tochterboot auch mal eben rausnehmen. Das wollten wir hier in groß natürlich nicht machen. Sie sollen jetzt wegen uns keinen Schiffsdiesel verfahren. Das ist ja klar. Ich finde es schon toll, dass wir hier an Bord sein können. Ja, hier der Steppke-Print, der ist auch was Besonderes, weil der auf den Seiten von Plates angebracht ist. Da haben wir eine sehr kleine Oberfläche. Ich habe das Modell nicht aufgebaut. Ich vermute aber, dass die Teile bereits aufeinander gesteckt ankommen in der Packung, weil man dann nur dann halt quasi die Teile erst zusammensteckt, dann bedruckt, damit wirklich alles perfekt ausgerichtet ist. Wir sind sehr dankbar, dass wir so viel auch dazu erläutern konnten und das Modell verbessern konnten, die Entwürfe überarbeiten durften. Was hier auch sehr gut gelungen ist, ist beispielsweise sind die Schriftarten, die nahezu dem Original entsprechen. Gerade bei Steppke sieht man das ganz gut. Die Tochterboote, die die kleinen Hansekreuze neben dem Namenszug haben, die haben das Hansekreuz ohne die ganz dünne Rahmenlinie, die man im Modell sowieso nicht hätte drucken können, wie wir uns haben sagen lassen. Aber das entspricht sozusagen dem Original. Das ist nämlich am Original auch etwas vereinfacht dargestellt. Auch dort ist ja der Maßstab etwas kleiner als beim großen Seenotrettungskreuzer. Mhm. Also bis in so ein Detail konnten wir tatsächlich freundlichen Einfluss nehmen und sagen, wie die Originale aussehen. Ja. Und das sorgt dann letztendlich dafür, dass das Modell noch ein bisschen originalgetreuer ist, so gut wie das eben aus Klemmbausteinen geht. Klemmbausteine nähern sich der Realität immer nur bis zum Noppensteinraster an. Über Bautechniken kann man da noch ein bisschen was tun, aber natürlich haben wir hier am Rumpf kleine Kanten, die das Original nicht hat. Aber ich finde, so gut wie es mit Klemmbausteinen eben geht, ist der Rumpf sehr gut gelöst. Und wir haben ja auch dieses Bugstrahlruder unten. Ne? Ja, genau. Das wir jetzt natürlich im Original schlecht sehen können, weil es unter Wasser ist, genau wie die drei Antriebswellen. Genau, alles das, was man da so in Rot-Braun sieht, ist ja das Unterwasserschiff. Das sehen wir nicht, wenn der Seenotrettungskreuzer im Wasser liegt, sondern nur auf der Werft, wenn der turnusgemäß General überholt wird alle drei Jahre. Dann sieht man mal das Unterwasserschiff. Und das Bugstrahlruder sitzt ja vorn im Rumpf. Relativ nah am Bug und ist sozusagen ein Querpropeller
Also ein Propeller, der quer zur Fahrtrichtung eingebaut ist und mit dem man auf sehr engem Raum gut manövrieren kann. Ja, hilft auch beim An- und Ablegen. Auch dabei, Mole, ne? Genau. Ja. Beim, ich sag mal, Einparken ist natürlich der falsche Begriff. Wünsche ich mir manchmal fürs Auto auch, dass man einfach so mal so eben zur Seite... Buchschaufenster fürs Auto, interessanter Gedanke. Ich meine, wenn du die Vorderachse, müsst ihr einfach noch ein bisschen weiter drehen, dass man einfach so zur Seite fahren kann. Ja, das hätte schon was. Ja, ansonsten ist natürlich richtig, manche Dinge kann man tatsächlich aus Klemmbausteinen nicht gut darstellen. Das liegt einfach an der Dicke der Steine, dass es eben nicht so ist, dass es hier einen Innenraum gibt, wo man jetzt noch Figuren hinstellen könnte. Oder dass hier zwischen ab und zu mal noch ein Poller ist, zwischen der Reling. Oder man hier an den achteren Luftkästen und Staukästen eigentlich dran vorbeigehen kann zum Tochterboot, was natürlich jetzt hier auch nicht geht, weil da viele Verbinder verbaut sind. Aber das muss man hinnehmen. Wir sind auch nicht ganz im Minifigurenmaßstab, 1:35. Wir sind bei 1:50. Und sowas wie einen Maschinenraum hat der Rumpf aus baulichen Gründen auch nicht dargestellt. Aber das Original hat einen Maschinenraum. Und ich habe gehört, da dürfen wir vielleicht kurz reinschauen. Ja, und jetzt sind wir im Herzen des Schiffes, im Maschinenraum. Hier schlagen auch drei kräftige Herzen. Bei mir ist Steffen Schmeißer, Maschinist auf der Arkona, und der kann viel besser erklären, was wir hier sehen, als ich. Ja, wir haben drei Maschinen. Zwei Seitenmaschinen sind Caterpillar-Motoren, die haben 850 PS. Und eine Mittelmaschine, die hat 1600 PS. Die beiden Seitenmotoren sind vor Jahren mal neu gekommen. 2010, so in der Dreh muss das gewesen sein. Da waren die beiden Seiten schon zerschlissen. Und wir haben neue gekriegt, deswegen für die Mitte wird selten benutzt, eigentlich nur mal um schnell zu fahren. Im Revier nehmen wir die beiden Seitenmotoren oder wenn wir Schiffe abschleppen oder an die Seite nehmen, es manövriert sich besser mit den zwei Seitenmaschinen. Das heißt, wir haben hier, wenn ich richtig mitgerechnet habe, ungefähr 3200, 3300 PS, irgendwie sowas in der Ecke, ne? Ja, so in der Drehe. Ja. Ne? Also wir wollen uns mal nicht festlegen auf ein oder zwei Pferde. Ja, das müssen wir nicht. Und der Mittelmotor kann aber was ganz Besonderes, das sehen wir hier, ne? Und das haben wir oben an Deck schon gesehen. Ja. Was macht der? Den Mittelmotor können wir auf die Feuerlöschpumpe, die Riesenteil, was hier unten steht, seht ja das große Rohr, was hier hochgeht, der wird da drauf gekuppelt und wird mit dem Mittelmotor wird dann die Pumpe angetrieben. Also dass wir im Prinzip 1600 PS auf die Pumpe kriegen und dadurch auch eine Löschleistung von 36.000 Liter die Minute haben. Also wir sehen das Gegenstück jetzt hier von dem, was wir uns eben oben zusammen an Deck angeschaut haben. Und können dann im Prinzip mit den Monitoren die Pier waschen. Ja, das wäre möglich, genau. Ja, ansonsten hinter uns beginnt dann irgendwann die Heckwanne, in der das Tochterboot liegt. Und dann geht es noch in die Rudermaschine und da wird es dann aber sehr eng. Da gehen wir, glaube ich, mit der Kamera nicht so hin. Ne? Wir können ja mal kurz nach hinten gehen. Gehen wir mal kurz gucken. Wir gehen mal gucken, ich gehe mal vor. Ja. Also das ist besser. Kopf einziehen. Hier hast du dann die Heckwanne, die dann anfängt, schon hier zu Beginn, die Schräge. Ja, da sitzt also das Tochterboot drin. Wo das Tochterboot drin ist. Ja, jetzt wird's. Wir haben ja abgepolstert. Da muss man ein bisschen krabbeln hier, ne? Wenn ihr keine Sensoren habt, so wie ich, dann ist das schwierig, dann braucht man mal ein bisschen Feld. Aber selbst bei meiner Länge doch erstaunlich viel Platz auf so einem relativ kleinen Schiff. Ja, auf diesem Ich mach mal nur die Tür auf. Und hier kannst du heimwerken, oder was machst du hier? Ich mach nur heimwerken, ja. Siehst du, gerade unsere ganzen Schlösser haben wir mal wieder mobilisiert, für den Winter fit gemacht. Mhm. Bisschen mit Öl und wieder gängig gemacht. Ja, also kleinere Reparaturen machst du hier an Bord. Machen wir hier. Ja. Ansonsten gehen wir rüber in den Schuppen, da haben wir eine große Werkstatt. Ja. Da können wir dann immer noch ein bisschen. Gemeint ist unser Rettungsschuppen, ein massives Backsteingebäude, auch ein ganz traditionsreich, über 100 Jahre alt. Ja. Auch saniert, schön in den 90er Jahren. Ja, wunderbares Gebäude. Ja. Ja, vielen Dank für den Einblick. Dann bis zum nächsten Mal.
Seit wann gibt es diese Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger eigentlich? Seit mittlerweile mehr als 158 Jahren. Gegründet 1865 mit Ruderrettungsbooten ging es los. Hier in Warnemünde steht auch noch ein alter Rettungsschuppen, wenige Schritte von uns entfernt, der schon viele, viele Jahrzehnte alt ist. Unsere Arbeit hat sich sehr verändert. Wenn wir uns so einen Seenotrettungskreuzer angucken, ob im Modell oder hier im Original, dann sehen wir ein hochmodernes Spezialschiff. Wir haben heute technische Möglichkeiten, die man sich vor anderthalb Jahrhunderten gar nicht vorstellen konnte. Ja, klar. Aber bestimmte Dinge sind gleich geblieben. Das ist so ein bisschen die Freiwilligkeit, die an Bord genauso gilt wie an Land. Also die freiwillige Bereitschaft der Besatzung, rauszufahren, wenn andere reinkommen, sagen wir immer. Also bei jedem Wetter im Einsatz zu sein. Ja. Rund um die Uhr einsatzklar zu sein. Das hat sich nicht verändert und genauso wenig hat sich verändert, wie das Ganze überhaupt ermöglicht wird. Nämlich nur durch freiwillige Zuwendungen aus dem ganzen Land, durch ganz viele Menschen, die dafür spenden. Denn unsere gesamte Arbeit wird nach wie vor ausschließlich durch freiwillige Zuwendungen ermöglicht. Genauso wie wir angefangen haben im 19. Jahrhundert, genauso finanzieren wir unsere Arbeit auch noch heute. Und das, was Sie auch in dem Jahrbuch, das ich mir in meinem Urlaub mal mitgenommen habe, sehr gut hingeschrieben haben, ich finde diesen Satz so toll, dieses wir fahren raus, wenn andere reinkommen. Also reinkommen, es kommt ein Sturm auf, es ist schlechte See, alles, was irgendwie in den Hafen kann, kommt ja in den Hafen. Und das ist dann eher so die Situation, in der Sie rausfahren, um denen zu helfen, die es dann halt nicht in den Hafen geschafft haben oder die halt mit dem Frachtschiff unterwegs sind oder was auch immer. Genau. Wenn andere Schiffe schützende Häfen anlaufen, dann ist es oftmals ein Anlass für die Seenotretter rauszufahren. Wir fahren pro Jahr etwa 2000 Einsätze auf Nord- und Ostsee, helfen dabei so 3.500 Menschen, roundabout kann man sagen. Das sind ähnliche Zahlen fast jedes Jahr. Und haben 60 Rettungseinheiten, 20 größere mit Tochterboot und 40 kleinere ohne Tochterboot. Die kleineren werden rein von freiwilligen Besatzungen gefahren, die so alarmiert werden, wie man das auch von der Freiwilligen Feuerwehr her kennt. Also dieses freiwillige Element ist ganz entscheidend, sonst könnten wir gar nicht so arbeiten. Und diese 60 Schiffe sind auf 55 Stationen verteilt, von Borkum im Westen bis Uckermünde an der polnischen Grenze. Und das sehen wir, glaube ich, auch. Ja, das sehen wir auch hier vorne in der Anleitung. Genau. Denn die ersten beiden Doppelseiten der Anleitung, die wurden von Ihnen gestaltet, ne? So ist es, genau. Wir hatten die Gelegenheit, da ein bisschen was über uns zu erzählen, wer wir sind, was wir tun, wie lange wir das schon machen und wie wir organisiert sind. Und hier haben wir auch die technischen Daten der Berlin. Das Modell zeigt ja die Berlin, nicht die Arkona. Mhm. Die Berlin können wir uns nicht mehr anschauen, weil die seit ein paar Jahren nicht mehr... Ja, die haben wir 2017 verkauft tatsächlich. Unsere Rettungseinheiten bleiben etwa 30 Jahre durchschnittlich im Dienst. Bei 60 Rettungseinheiten und 30 Dienstjahren macht das nach Adam Riese 2 Neubauten pro Jahr, die wir bauen und in Dienst stellen müssen. Und für die Berlin, die 1985 in Dienst gestellt ist, waren eben nach fast 32 Einsatzjahren war die Zeit gekommen. Und inzwischen gibt es eine neue Berlin, auch in La Boe. Die Nachfolgeklasse, fast genauso lang, aber ganz anders aussehend. Die heutige Berlin hat auch wieder ein Tochterboot mit Namen Steppke, ist jetzt wieder in La Boe stationiert. Und damals haben wir die alte Berlin tatsächlich verkauft. Das ist so, wenn wir Schiffe außer Dienst stellen, dass die dann oftmals noch an andere Seenotrettungsdienste weltweit gehen, die im Aufbau befindlich sind. Oder dass auch in der Offshore-Industrie beispielsweise die Schiffe Verwendung finden, als Arbeitsschiffe von Behörden oder Unternehmen eingesetzt werden, weil es sehr seetüchtige Schiffe sind, die dann noch nicht zum alten Eisen gehören, kann man gar nicht sagen. Denn sie bestehen ja überhaupt nicht aus Stahl, sie bestehen komplett aus Aluminium. Aber eben durchaus noch für bestimmte Einsatzzwecke geeignet sind. Aber wir sagen eben, wenn wir nach 30 Jahren Dienstzeit ein Schiff haben, was so lange im schweren Einsatz gestanden hat und auch so viel die technische Entwicklung vorangeschritten ist, dass es irgendwann einfach zu aufwendig wird, so ein Schiff für unseren sehr speziellen Einsatzzweck noch instand zu halten und dass wir deswegen rechtzeitig an kostengünstige Neubauten denken. Ja, wir waren ja eben gemeinsam auf dem oberen Fahrstand. Jetzt sind wir im unteren Fahrstand des Seenotrettungskreuzers. Und der Vormann, Mario Lange, erklärt uns mal so ein bisschen, wie man hier von oben und von unten fahren kann und was man hier noch alles sieht. Mario, was kannst du uns sagen zu deinem Hauptarbeitsplatz? Ja, auf diesem unteren Fahrstand, das eigentlich das Wichtigste, wenn die Motoren laufen. Wir haben drei Maschinen, wenn man die jetzt voraus einkuppelt, dass wir denn zügig denn zum Unfallort kommt. Da machen wir ca. 23 Knoten. Hiermit wird gesteuert. Wenn wir aus dem Molen rausgehen, haben wir eigentlich hier den Autopilot, der uns dann die Aufgabe abnimmt, dass das Schiff dann eben den eingestellten Kurs eben fährt. Dann haben wir erstmal schon mal die Hände frei. Der Rest ist hier vorne ein bisschen Überwachung. Wichtig ist das Radargerät, gerade bei schlechter Sicht, Nebel etc.
Am Liegeplatz haben wir ihn immer aus. Das zweite wichtige Instrument hier ist die elektronische Seekarte, was uns natürlich sehr bei der Suche und bei Objekten hilft, wenn die das AIS-Signal auch senden, dass wir dann eben halt die Schiffe eben anklicken können und können darüber ja, wichtige Informationen für uns einholen. Also alles Dinge, die man ja auch von oben kennt, alles, die haben wir uns gerade angeguckt, die sind hier nochmal genauso redundant sozusagen. Genau, der einzige Unterschied, dass man eben hier trocken steht, ist es hier ein bisschen ruhiger, auch wenn die Maschinen laufen, dass wir die Tür hinten zu haben. Und wenn man dann doch, was auf See natürlich sehr häufig vorkommt, dass man dann funkt und dann mit dem Havaristen oder so Sachen bespricht. Und das ist eigentlich mit das Wichtigste. Und wenn wir ihn natürlich dann auf dem Bildschirm haben, es gibt immer noch Fahrzeuge, die, ja, so wie bei uns auch, der Name Christian oder Mario gibt es häufig. Und wie gesagt, da sehen wir eben halt, um welche Schiffe es sich handelt, weil da noch diese MMSI-Nummer ist, zu dem Rufzeichen noch. Da kann man eben genau sehen, spezifisch ist dort dann eben für ein Schiff diese Nummer vergeben. Und das hilft uns natürlich sehr ungemein. Und mehr als oben kann man natürlich hier noch doch noch etwas machen, weil es gibt hier noch einen zusätzlichen Stuhl, ne? Es hier achtern. Ja, den lasse ich jetzt erstmal weg. Dahinter sitzt eigentlich keiner. Wir sind hier unten mit die beiden Nautiker. Wenn wir eine Sache haben, haben beide Leute hier alle Hände voll zu tun, mit ein bisschen nebenbei Schreibkram machen. Aber ganz wichtig eben die Funkerei. Gerade bei der Suche nach Personen im Wasser hat man mit zwei Mann wirklich hier links und rechts einen Hörer in der Hand. Und, wir haben weil man mit anderen Schiffen sprechen muss. Wir haben hier so viel Schiffsverkehr und jeder ist natürlich angehalten, hier seine Hilfe anzubieten bei der Suche. Und da muss man natürlich mit sehr vielen Leuten sprechen oder mit Schiffen sprechen. Aber was du gesagt hast, ist natürlich auch wichtig, da oben im Wind und im Sturm kann man schlecht auf Papier noch eine Notiz machen, das macht man dann hier unten. Erstmal das und außerdem hast du oben die Außengeräusche, ne? Ja. Wenn es dann noch ein bisschen kappelig ist, das kommt alles hinzu, dann hast du die Motorengeräusche und wenn es dann noch regnet, hast du keine Chance, da irgendwo was zu schreiben. Deswegen ist eigentlich der Part immer hier unten von den beiden Nautikern, dass sie hier die Kommunikation darlegen, weil wir ja auch das meistens immer den OSC, den On-Scene-Koordinator auf See also machen, den Einsatzleiter vor Ort. Ne? Vor Ort, genau. Ja. Und wie gesagt, das ist so eigentlich so das Hauptding. Ganz wichtig natürlich auch für uns, da wir auch nur einen 2 Meter Tiefgang haben, haben wir hier das Echolot, ne, was uns immer anzeigt, wie viel Wasser unter unserem Kiel ist. Mhm. Ne? Das heißt, insgesamt haben wir hier im alten Strom von Warnemünde eine Wassertiefe von 5 Metern. Ja, okay. Du hast hier die Meeresoberfläche, du hast den Meeresgrund und diese gedachte rote Linie oder die rote Linie dort ist unser Tiefgang. Mhm. Und diese 2,90 Meter, 3 Meter sind eben zwischen Kiel und Schiffsboden, Meeresboden. Meeresgrund. Mhm. Ja. Ne, und das ist natürlich für uns auch. Also rund 5 Meter Wassertiefe haben wir. Hier haben wir 5 Meter Wassertiefe. Ne? Ja. Ja, danke schön. Ja, vielen Dank. Wenn ich an Land einen Notfall habe, rufe ich die 112 und dann kommt irgendwer. Es gibt ja da eine Menge Organisationen. Wenn ich jetzt auf See einen Notfall habe, dann rufe ich per Funk. Ja. Genau. Funkt man eine Leitstelle an? Nee, muss man gar nicht wissen. Es gibt international einheitliche Funkfrequenzen, auf denen man dann ruft, die eine Küstenfunkstelle oder eben auch direkt die Seenotretter mithören. So ist das bei uns in Deutschland. Wir hören rund um die Uhr diese Notfrequenzen ab. Wir gehen Hörwache in der von uns betriebenen deutschen Rettungsleitstelle See. International nennt man das Maritime Rescue Coordination Center, MRCC. Auch diese offizielle Rettungsleitstelle See wird von Ihnen betrieben, nicht von deutscher Staat oder so? Nee, das ist weltweit tatsächlich eine Besonderheit, dass die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger das, was sie tut, nicht nur macht, weil die Besatzungen gut ausgebildet sind, viel Erfahrung haben und das schon vor Jahrzehnten gemacht haben, sondern dass die Bundesrepublik Deutschland den Seenotrettern auch diese hoheitliche Aufgabe übertragen hat, vor einigen Jahrzehnten schon. Und dass man übereingekommen ist, dass wir, die DGZRS, diese Aufgabe mit eigenen Mitteln sicherstellt, nämlich spendenbasiert, unabhängig, eigenverantwortlich diese Arbeit tut. Es gibt auch keine andere Organisation, die das auch noch tun würde. Wir sind allein zuständig und eigenverantwortlich tätig, diese Aufgabe bei jedem Wetter unter allen Bedingungen sicherzustellen. Also die Suche und Rettung von Menschen in Seenot. Deswegen auch die großen Buchstaben SAR am Bug. Man sieht das ja auch hier im Modell. Search and Rescue. Das ist die international einheitliche Kennzeichnung für zuständige Such- und Rettungsdienste. Also Fahrzeuge werden so gekennzeichnet, um Seeleuten weltweit zu zeigen, da kommt ein Schiff, was mit entsprechend ausgebildeten Spezialisten besetzt ist. Und tatsächlich ist die Besonderheit, dass wir in Deutschland mit unserer Leitstelle nicht nur unsere eigenen 60 Schiffe führen, sondern die Zuständigkeit haben, sämtliche Maßnahmen im Seenotfall zu koordinieren und durchzuführen.
mit unseren eigenen Mitteln, aber eben auch jedes andere dazu geeignete Fahrzeug oder Luftfahrzeug, also Schiffe wie Hubschrauber, einzusetzen und zu koordinieren. Das finde ich jetzt aber schon wirklich heftig, dass Sie diese hoheitliche Aufgabe haben. Also Feuerwehr, Polizei, das sind ja alle so hoheitliche Dinge, die halt irgendwie eigentlich in staatlicher Hand sind. Aber wenn es jetzt um die Nord- und die Ostsee geht und um ja, Search and Rescue, um Rettung, haben Sie eine private, spendenfinanzierte Organisation von der Bundesrepublik den Auftrag bekommen, ja, hier, das macht ihr und da habt ihr den offiziellen Auftrag zu. Ja, denn uns gab es ja schon als das politische Gemeinwesen, in dem wir heute zusammenleben, gegründet wurde. Ja, richtig. Sodass sich der Staat um diese Aufgabe eigentlich keine Gedanken machen musste. Die Seenotretter sind ja deutlich älter als die Bundesrepublik. Deutlich älter, genau. Wir haben schon so viele politische und wirtschaftliche Veränderungen in Deutschland erlebt. Auch das zeigt, dass das ein sehr gutes System ist. Nicht auf den Staat zu warten, bis so eine Aufgabe gemacht wird, sondern, wie sie Richard von Weizsäcker, der in seiner Zeit als Bundespräsident auch Schirmherr der Seenotretter war, so wie alle Bundespräsidenten, der hat damals gesagt, das ist eine Verbindung aus Bürgersinn und Bürgermut. Bürgermut derer, die mit solchen Schiffen rausfahren und Bürgersinn derer, die das ermöglichen, ideell und finanziell. Mhm. Interessanterweise hat er das gesagt bei seiner Rede zur Indienststellung dieses Schiffes. Oh, zur Indienststellung der Berlin. Er war ja auch mal Berliner Bürgermeister. Mhm. Also er hat eine Beziehung zu Berlin und er hat eine große Beziehung zu den Seenotrettern gehabt. Er hat zum Beispiel immer unsere Krawatte getragen auf offiziellen Terminen und hat sich immer sehr zu dieser freiwilligen, unabhängigen, spendenfinanzierten Arbeit bekannt. Man würde das politisch heute wahrscheinlich Subsidiaritätsprinzip nennen. Also immer zu sagen, was die Bürger erstmal alleine machen können, das sollen sie auch alleine machen. Man soll nicht nach dem Staat rufen, wenn man das erstmal alleine regeln kann. Oder man kann es vielleicht auch mit John F. Kennedy sagen, frage nicht, was die Seenotretter für dich tun können, sondern frage, was du für die Seenotretter tun kannst. So hat Kennedy das ja mal ausgedrückt, nicht auf die Seenotretter gemünzt, aber man könnte es so übertragen. Und das ist eigentlich der Grundgedanke, der hinter unserer Organisationsform steht. Freiwillig rauszufahren, freiwillig bereit zu sein, ja, sich auch in Gefahr zu begeben, um anderen, die man ja gar nicht kennt, zu helfen. Mhm. Und diese freiwillige Bereitschaft daraus zu ziehen, dass ganz viele Menschen an Land sind, die das freiwillig unterstützen und das auch so fördern, weil es so freiwillig ist. Die ihr Geld also nicht geben und den anonymen Staat irgendwie machen lassen, sondern mit Spenden eine Organisation unterstützen, weil die freiwillige Bereitschaft so groß ist, diese Aufgabe selbst und aus der eigenen Kraft sozusagen zu erfüllen. Mhm. Und falls ihr das auch unterstützen wollt, ich glaube, hier steht ein Spendenkonto drin. Selbstverständlich. Hier steht aber noch was. Hier ist dieses Spendenschiffchen drauf. Beim Erwerb dieses Sets spenden wir 5 Euro pro verkauftem Set an die Seenotretter. Ja, eine ganz tolle Sache. Sind wir sehr dankbar dafür, dass es dazu gekommen ist, zu diesem Spendenanteil, und sagen im Voraus schon mal allen herzlichen Dank, die sich daran beteiligen. Sei es durch das Set oder sei es eben durch unsere Website über unseren Spendenlotsen mit einem eigenen Beitrag. Noch ein paar Worte vielleicht zum Set. Wir haben hier über 20 Prints an Bord des Tochterboots und des Seenotrettungskreuzers selbst auf allen Seiten natürlich. Das ist nicht nur auf einer Seite bedruckt. Auch hier bei den Scheinwerfern beispielsweise sind Prints drauf. Mhm, sogar dieser moderne, ne, LED-Scheinwerfer, genau, ist gut nachempfunden. Ja. Wir haben aber nicht nur Prints, diese SAR-Schriftzüge hier vorne, das sind, weil die Oberflächen sehr klein sind, tatsächlich Sticker. Aber die bestmögliche Art von Sticker, nämlich Transfer-Sticker. Das hier ist der Stickerbogen. Wir brauchen zweimal das SAR. Sechsmal ist es auf dem Bogen. Man kann sich verkleben. Transfersticker heißt, man löst das ab. Da ist noch eine Trägerschicht drauf, oben drüber. Samt der Trägerschicht bringt das an der Stelle an, zieht dann die Trägerschicht ab und es bleiben tatsächlich nur diese etwas erhabenen, dann auch noch tastbaren roten Schriftzeichen übrig, ohne dass... Die reinen Buchstaben, ohne dass drumherum irgendwas, was vielleicht Blasen werfen könnte, irgendeine durchsichtige Stickerschicht noch wäre. Sollte man sich verkleben, hat man mehrere Möglichkeiten, das zu korrigieren. So ein bisschen Redundanz, wie man es hier halt auch bei den ganzen Steuerfunktionen hat. Muss man haben im Seenotfall, ja. Ja. Ich würde gerne was zur Bauerfahrung sagen, aber ich muss gestehen, ich habe es nicht gebaut. Ja, ich habe tatsächlich das Vorserienmodell sozusagen gebaut und habe dabei einiges gesehen, wo ich gedacht habe, das muss besser werden, damit das auch wirklich wir sind. Und da ist jetzt viel tatsächlich von umgesetzt worden. Beispiel?
Beispiel, dass die gesamte Beschriftung ja fehlte, dass die Farbe des Tochterbootes tatsächlich komplett falsch war. Es hatte eine andere Farbgebung als der Seenotrettungskreuzer, das passte gar nicht zusammen. Es gab auch keinen SAR-Schriftzug. Es gab wesentliche Details, beispielsweise bei den Suchscheinwerfern und bei den sogenannten NOx-Scheinwerfern gar nicht. Ich glaube, es gab auch nur ein Radargerät. Es gab hier oben im Mast diese typische rote Farbgebung nicht. Es gab keine Blaulichter, Stichwort hoheitliche Aufgabe. Ne? Die mussten natürlich auch her. Also da war einiges an, wir haben eine lange Liste tatsächlich vorlegen dürfen, müssen wir ja sagen, die auch ausnahmslos berücksichtigt worden ist, die verändert worden ist. Es war, glaube ich, auch wichtig, dass wir, das war der Wunsch von Bluebricks, dass wir den letzten Zustand der Berlin zeigen, also dass wir den modernen Scheinwerfer schon dran haben. Deswegen haben wir hier vorne den Kran, den es erst noch gab, für den Anker tatsächlich weggenommen. Das ist heute anders gelöst technisch über eine Ankertasche in dem Schiff. Das ist also auch verändert worden. Das sind so die größten Änderungen, die mir jetzt so in Erinnerung sind. Und das führt auch dazu, dass es eine kleine Teiledifferenz gibt. Das heißt, die Teilezahl ist nicht genau identisch mit dem Vorabmodell. Aber es hat eben dem Modell sehr gut getan. Und über die Prinz wurde ja gerade schon gesprochen. Das geht bis zum Rufzeichen natürlich auch. Hat sich vielleicht jemand mal gefragt, was das eigentlich heißt hier. Delta, Bravo, Alpha, Hotel. Berlin können ja viele Schiffe heißen. Auch eine Segeljacht kann Berlin heißen. Es gibt ein Marineschiff, das Berlin heißt. Oder auch ein Frachtschiff. Das wäre also kein eindeutiger Name, um so ein Schiff über Funk eindeutig zu identifizieren. Aber das, was hier auf dem Dach aufgemalt ist, was also auch vom Hubschrauber aus gut gesehen werden kann, das ist sozusagen die eindeutige Benennung eines Schiffes, das Rufzeichen über Funk. Sowas wie das Kennzeichen auf dem Auto, einzigartig. So ungefähr, genau. Also es ist auch hier bei der Arkona so, wo wir jetzt gerade an Bord sind, da heißt es Delta Bravo Alpha Delta. Das sind in der Regel vier große Buchstaben, die auch relativ weit vorne im Alphabet sind. Das Delta steht für Deutschland und die nächsten Buchstaben dann sind frühe Buchstaben im Alphabet. Denn früher, zu Zeiten des Tastfunkes, mussten die Funker von besonders wichtigen Schiffen dann nicht so lange vom Funkgerät sitzen, weil sie schnell an der Reihe waren. Okay, verstehe. Wie lange haben Sie an dem Vorserienmodell ungefähr gebaut? Oh, das habe ich nicht gezählt, aber tatsächlich ist es so, dass es ja keine Bauschrittunterteilung gab, dass man also alles auf einmal auf dem Tisch oder in verschiedenen Kästchen liegen hatte. Und dann habe ich sehr viel Zeit natürlich mit Suchen verbracht für die einzelnen Bauschritte. Das muss man jetzt aber nicht mehr. Genau, jetzt gibt es Bauschrittunterteilung, jetzt ist das ein bisschen anders. Und Kollegen von mir haben jetzt schon dieses Modell gebraucht und haben so zwischen 9 und 11 Stunden gebraucht. Ja. In ihrer Freizeit, muss man sagen. Das hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab, wie viel Übung man mit Klemmbausteinen schon hat. Wir haben aber 10 Bauabschnitte und 2961 Teile. Das heißt, wir haben ungefähr 300 Teile pro Bauabschnitt. Man braucht also keinen allzu großen Tisch, weil man nicht 3000 Teile, sondern nur 300 Teile vor sich ausbreiten muss. Ja, also die größte Herausforderung war für mich, muss ich sagen, damit umzugehen, dass dieses Schiff im Modell natürlich anders gebaut wird als das Original. Es besteht ja komplett aus Aluminium, aus einem sogenannten Netzspantensystem, aus ganz vielen kleinen Unterteilungen im Rumpf, die für hohe Festigkeit sorgen und dafür sorgen, dass solche Schiffe, Seenotrettungskreuzer, auch Grundberührungen überstehen können. Denn sie fahren ja, wie ein Vormann von uns mal gesagt hat, oft dahin, wo es weh tut. Und da muss man auch mal eine Grundberührung überstehen können. Nicht nur das Tochterboot, auch der Große. Und diese Rümpfe werden Kiel oben gebaut, komplett beplattet anschließend und dann erst gedreht und das parallel gebaute Deckshaus wird aufgesetzt. Und hier, dadurch, dass der Rumpf ja massiv ist, man sieht das, wenn man von oben drauf guckt, dass das quasi um 90 Grad gedreht mit den Platten gebaut ist. Kann man hier auch so ein bisschen bei den Bauabschnitten sehen. Das auch. Irgendwann kommt man an den Punkt, wo man dann die zweite Hälfte des Rumpfes baut und mit den Baurichtungsumkehrern dann dafür sorgen muss, dass zwei Rumpfhälften zusammenkommen. So wäre das im Original nie. Und das war, fand ich, die größte Herausforderung, die passenden Stellen, die ja dann an gefühlt bestimmt 50 verschiedenen Stellen gleichzeitig oder nahezu gleichzeitig passen müssten, zusammenzufügen. Kenne ich, wenn ich beispielsweise Schiffe von Kobi baue, da ist das auch oft so. Und da muss man dann auch viele Noppen gleichzeitig, nennt man auch Hochzeit, wenn so zwei Hälften von irgendwas Großem dann miteinander verbunden werden. Das kennen wir auch aus dem Schiffbau. Tatsächlich nennt man nämlich auch das Zusammenfügen von Rumpf und Deckshaus oder von Rumpf und den Hauptmaschinen, die eingelassen werden, nennt man auch Hochzeit unter Schiffbauern. Ja. Ich habe Ihnen noch was mitgebracht. Das sieht ganz kurios aus. Das sieht ganz kurios aus. Das ist unser Prototyp. Und Prototypen, die von Prototypenteile, die wir von Ximbau bekommen, von dem Partner, der für uns dieses Set gepackt hat, sind immer ganz besonders bunt. Und da das ja ein lizenziertes Set von Ihnen ist, haben wir uns gedacht, den Prototyp, den würden wir Ihnen gerne
überreichen. Wir haben mit solchen Prototypen auch schon Aktionen gemacht, um für eine Charity ein bisschen Geld zu sammeln. Und wer weiß, vielleicht wollen Sie ein Gewinnspiel draus machen oder was Ähnliches. Vielleicht wollen Sie es auch einfach in ihre Zentrale stellen oder so. Aber das ist ein echtes Unikat, sagen wir so was wie ein Erlkönig. Ja, dieses Modell gibt es in der Farbe nur ein einziges Mal. Ja. Ist fast im endgültigen Zustand. Also hier an der einen Stelle fehlt was. Vielleicht ist das auch einfach nur noch bei uns. Muss ich mal gucken. Aber die Prints sind natürlich noch nicht dabei. Mhm. Das ist wirklich der Prototyp, mit dem überprüft wurde. Passt auch alles. Ja. Und den Prototyp, jetzt wo das Modell fertig ist, der wird bei uns in der Produktentwicklung nicht mehr benötigt. Und die würde ich gerne hier bei Ihnen lassen. Ja, herzlichen Dank dafür. Also es sieht so ein bisschen aus, muss man sagen, wie bei uns auf der Werft. Ne? Bevor also der Seenotrettungskreuzer lackiert wird, ne, ist er blankes Aluminium. Sieht total grau aus, aber das schimmert auch immer so ein bisschen. Ja. Das ist nicht eine komplette farbliche Fläche. Das erinnert mich so ein bisschen daran. Also ein Neubau, der auf der Werft ja auch so aus dem Wasser in der Halle steht, bevor er dann tatsächlich seine endgültige Farbgebung bekommt. So ein bisschen wirkt das so. Und mit Sicherheit ist das ein Hingucker, vielleicht in unserem Foyer in Bremen, wo wir viele Führungen haben, Menschen, die uns besuchen und unsere Werfthalle anschauen, uns besuchen und einen Filmvortrag sehen bei uns und die wir immer auf Besonderheiten hinweisen, wo es auch Geschichten zu erzählen gibt. Und das ist ja eine tolle Geschichte, die man dazu erzählen kann, wo man natürlich auch gut auf den Seenotretter-Shop, ne, seenotretter-shop.de hinweisen kann, wo man dann das in richtiger Farbgebung erhältliche Original bekommen kann. Richtig, das Modell ist bei uns im Dubex-Shop, aber auch in Ihrem Shop erhältlich. Genau so ist es. Richtig. Und ich habe noch einen Erlkönig dabei. Den darf ich nur noch nicht hier lassen. Der wird noch gebraucht. Ja, aber da haben wir schon dran gearbeitet. Das Modell ist noch nicht in Produktion. Was haben wir hier? Das können Sie mir besser erklären. Wir haben hier tatsächlich ein Seenotrettungsboot unserer größten Bootsklasse, was die zahlenmäßige Einheitenzahl betrifft. Wir haben über 30 Einheiten der 9,5, 10,1 Meter Klasse. Ein Seenotrettungsboot. Man sieht hier auch die Bergungspforte sehr gut, wo auf Höhe der Wasserlinie die Menschen an Bord genommen werden können. Also man kann schon so einige Details auch in dieser Farbgebung erkennen. Das rundumlaufende Fendersystem und den Versatz hier im Bug. Sogar die Bremer Flagge am Bug wird nachempfunden sein. Dann natürlich in passenderer Farbgebung im Original. Und das ist tatsächlich die Haupteinheit, die unsere Freiwilligenstationen haben. Auf vielen Stationen, also zwischen den rund um die Uhr besetzten Seenotrettungskreuzern, gibt es Fahrzeuge dieses Typs. Und dieses Schiff wird auch einen besonderen Namen bekommen. Ich weiß nicht, ob wir den schon verraten wollen, wie es dann am Ende heißen wird. Da haben wir auch einen besonderen Namen ausgeguckt. Ja, das soll die jüngste Einheit tatsächlich sein. Das soll die Courage werden, die in Neuharlingersiel in diesem Jahr in Dienst gestellt worden ist. Ah, klasse. Das ist auch nicht ganz der gleiche Maßstab. Hier haben wir 1 zu 50 und das ist eher Minifigurenmaßstab 1 zu 35. Ja, wir haben auch hier mit dem Designer eng zusammengearbeitet und es gibt sogar in der Pflicht, also hinter dem Fahrsteig, hinter dem Deckshaus hier in dem offenen Bereich, gibt es sogar vorbereitete Plates mit Noppe, sodass man auch eine Figur hinstellen kann. Eine Seenotretter-Minifigur, das klingt... Klingt nach einer nächsten Designaufgabe das für klingt, uns beide. Das klingt nach einer sehr guten Idee. Wie findet ihr die Idee? Schreibt es gerne in die Kommentare. So, jetzt müssen wir aber auch langsam verschwinden. Hier riecht es schon länger ganz verführerisch. Mhm. Ich höre da hinten auch schon Geschirrgeklapper. Ich glaube, da wird schon gegessen. Und eigentlich wollen die sich ja lieber hier hinsetzen. Das ist ja ihre Messe. Ja, ist gleich 12 Uhr Mittagszeit. Hier wird pünktlich gegessen an Bord. Und dann ist auch Ruhe im Schiff ein paar Stunden, um nächtlichen Einsätzen vorzubeugen oder Schlaf aus der Nacht nachzuholen, wenn man mal nachts unterwegs gewesen ist. Und das ist so ein bisschen die heilige Zeit hier an Bord. Deswegen würde ich sagen, ziehen wir uns gleich mal dezent zurück. Genau. Die wollen wir nicht stören, diese Zeit. So, dann sind wir mit den Drehterminen jetzt auch soweit durch. Vielen, vielen Dank für die Gelegenheit, hier an Bord kommen zu dürfen. Das hat mir in gewisser Weise einen Kindheitstraum erfüllt, weil ich war in meiner Kindheit schon oft an der Nordsee und fand im Hafen immer die Schiffe am spannendsten mit dieser Lackierung. Das geht uns ähnlich. Ich habe auch schon als Kind den ersten Kontakt zu den Seenotrettern gehabt, ohne zu wissen, dass ich mal so viel damit zu tun haben würde. Wir sagen auch herzlichen Dank für das große Interesse. Auch für, ja, im Voraus schon mal für die vielen Fragen, die wahrscheinlich kommen werden hier unter dem Video. Wir bemühen uns auch, wenn es fachliche Fragen sind, dass wir die mit beantworten und hoffen, dass wir viele Menschen interessieren konnten für unsere Aufgabe, bei jedem Wetter da draußen Hilfe zu bringen. Vielleicht auch viele erstmal aufmerksam gemacht haben, was wir dort draußen auf Nord- und Ostsee tun, wie lange wir das schon tun und dass das so freiwillig, unabhängig, spendenfinanziert nach wie vor möglich ist. Dafür arbeiten wir, dass das auch in Zukunft so bleibt und dieses Modell wird wahrscheinlich ein bisschen dazu beitragen, hoffen wir. Ja, das hoffe ich und da bin ich mir aber auch ziemlich sicher.
Ich kenne diesen Spruch, immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Wünscht man sich das hier an Bord auch? Wir haben ja eben schon von den Grundberührungen gesprochen, die diese Schiffe tatsächlich aushalten können. Deswegen ist dieser Wunsch bei den Seenotrettern etwas anders. Wenn eine neue Rettungseinheit getauft wird, dann wünscht man tatsächlich allzeit gute Fahrt und stets eine sichere Heimkehr. Denn das ist für die Seenotretter natürlich besonders wichtig, heil und gesund wieder zurückzukommen. Ja. Im Idealfall mit geretteten Schiffbrüchigen. Ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Und dann war's das für heute von der Arkona. Ha. Mal aus ein anderer Spruch. Ja, genau. Aus Warnemünde. Noppensteine und Seenotretter kann man nie genug haben. Demnächst gibt's noch mehr. Wir wünschen euch viel Spaß beim Bauen und beim Spinden. Macht's gut. Tschüss. Danke.